Square Enix. Don't Nod Entertainment. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dem Spiel, das ich eigentlich hätte spielen sollen vor fast einem Jahr. Und zwar The Awesome Adventures of Captain Spirit. Wir haben ja Captain Spirit hier in Episode 2 von Life is Strange 2 schon kennengelernt. Aber ich habe mir jetzt gedacht, da die nächste Folge von Life is Strange 2 wahrscheinlich erst irgendwann Ende Mai oder so, vielleicht sogar erst im Juni rauskommen wird, würde ich sagen, bis dahin können wir nochmal erfahren, was quasi als, wir spielen das jetzt mehr oder weniger als Vorgeschichte zur Episode 2, da in dem Haus passiert ist. Und ja, man sieht hier übrigens auch schon, das hier ist dann das Haus von Sean und Daniels Großeltern, so. Mir ist Daniel nicht eingefallen aus irgendwelchen Gründen. Aber egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Hier, Option habe ich schon alles eingestellt und bla. Wir starten einfach direkt mal in ein neues Spiel. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was uns das alles für Sachen hier bietet und ob eventuell, weil eigentlich sollte man das ja vorher spielen und die Entscheidungen von Captain Spirit in das Hauptspiel Life is Strange übernehmen. Ich frage mich, ob es, wenn ich es jetzt spiele, ich für Episode 3 und Folgeepisoden dann die Entscheidungen hier trotzdem noch übernehmen kann und ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Also ich werde es nach bestem Wissen und Gewissen spielen. Und ja, das war eigentlich, was ich sagen wollte. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Und ja, da sind wir schon. Wintereinbruch, wie es aussieht. Und ja, ich habe, falls ihr an irgendwelchen, wie hier zum Beispiel, Stellen in anderen Let's Plays eventuell Musik gehört habt und hier ist jetzt einfach nur mehr oder weniger Stille, dann liegt das daran, dass ich lizenzfreie Musik ausgeschaltet habe. Die werde ich aber, wenn das jetzt nicht hier in der Anfangssequenz ist, wo ich das erkläre, werde ich sonst immer irgendwelche lizenzfreie Musik, also nein, ich habe lizenzierte Musik ausgemacht, nicht lizenzfreie Musik. Also ja, ich werde halt versuchen, peinliche Stillen, wie wenn ich da jetzt hier nicht drüber labern würde, einfach ein bisschen mit Stock-Music oder sowas aufzufüllen. Ganz einfach, damit das hier nicht allzu fad ist, sage ich mal. Aber ja, ich schätze mal, wir werden jetzt relativ bald die Kontrolle bekommen über Captain Spirit. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name überhaupt hieß. Oh Gott. Also sein Name hieß, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. It's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Oh, können wir jetzt hier auch mit ihm zeichnen? Das wäre cool. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Oh, das ist... I don't have a cool cape to fly. Good thing I have one.
Oh, wir sehen jetzt hier die Origin-Geschichte von dem. Das ist ja cool, aber nur ganz kurz, sorry, dass ich euch rausreißen muss. Ich muss nämlich hier mein Mikrofon ein bisschen leiser machen, sonst übersteuere ich hier die ganze Zeit. Mask or no mask? Secret identity or not? Oh ja, das sind glaube ich schon so Sachen. Hier hätte ich da wahrscheinlich... Warum kann ich nicht auswählen? Achso, Mausrad, genau. Bin auch dumm. Ich würde sagen, eine Maske ist geiler als ein Helm. Weil ein Helm schaut irgendwie ein bisschen doof aus an einem Superhelden. Yep, looks cool so far. Außerdem, let's see. Außerdem haben wir ihn ja so auch, gesehen hier bei beim Hauptspiel, beziehungsweise ja, bei Life is Strange 2. Werde ich nicht vielleicht immer machen, wenn ich mir denke, nee, es gibt was Geileres, aber ja, leichte Rüstung schaut doch cool aus mit dem Cape, oder? Kommt drauf an, was es für leichte Rüstung ist. So cool. Oh, wir werden hier auch erfahren, was hier die Guten und Bösen sind, oder? Dark or colorful? Ah, komm, farbenfroh. Das sind jetzt alles, glaube ich, so ziemlich die Entscheidungen gewesen von... Also, wie er dann später ausgesehen hat, unser lieber Freund hier, aber... ich freue mich schon darauf, wenn wir herausfinden, wer die guten und die bösen Spielzeuge sind, muss ich ehrlich sagen. Wer nicht weiß, wovon ich rede, schaut euch das Hauptspiel an. Oh, da ist der, fuck, wie hieß er nochmal? Der Paubär? Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. Wir müssen uns das ja auch noch irgendwie wirklich basteln. Captain Spirit. Oh, geile Titelkarte der Awesome Adventures of Captain Spirit. Es hat schon seinen eigenen Hello, geilen Charme. Saturday morning. I can do anything I want today. Jo, dann würde ich sagen, basteln wir uns ein Kostüm. Beziehungsweise wir werden uns wahrscheinlich erstmal 100 Millionen Sachen zählen. I can do a training session with my power. Oh, die Power, oh. Die Erinnerung an die Hauptepisode. Ich werde, falls ihr das hier vor Episode 2, wenn ihr das hier vorher schauen wollt, bevor ihr bei mir Life is Strange 2 schaut, werde ich jetzt mal sagen, ich werde versuchen, die Spoiler so gering wie möglich zu halten. Also an die Sachen, wo ich schon weiß. Oh, Tattoo. Halte E, um Kraftaktionen zu sehen. Okay, aber erstmal machen wir das hier. Die Waffen von Captain Spirit. Captain Spirit doesn't need weapons. But just in case. Und er hat sogar eine Gitarre, weil Musik ist die Waffe der Liebe. Oder so. Are you ready for the ultimate battle of good versus evil? Oh, Powerbear und Noctarius. Oh ja, er hieß Powerbear und nicht Paubär. Egal, spielen wir erstmal. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt langsam raus, wer die Guten und Bösen sind. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Power Bear. Die Stimme für den Power Bear, die er gerade gemacht hat. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader. And he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Power Bear! Warum Mantroid schließt sich unserem Team an? Mantroid is your boss now! Why did you join his team? The same reason you joined Captain Spirit's team. To win! Captain Spirit has helped the world over and over. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? Ich wette, wir können das jetzt hier auch irgendwie beeinflussen, wer die guten und bösen Spielzeuge sind. Ah, scheiße. Das heißt, hätte ich das gespielt, hätte ich ein Achievement mehr bekommen. Ah, damn it. Also hätte ich das vorher gespielt. Es tut mir leid, halt den Mund.
Ja, komm, wir sind mal einsichtig. I'm sorry, Nocturus. We want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Ow, my back. How did you do this? I can't move. Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Nocturus on my own. I can't. Captain Spirit. Ihn freilassen, ihn vernichten. Wie kann ich das jetzt auswählen? Ich kann nur freilassen nehmen. Verwende und wechsel zum Verwenden der Kraft. Na, ich will ihn freilassen, oder? Release him, Power Bear. Oh, yeah. Captain Spirit's got your back, loser. He decided to spare you. That's a real hero. Now go back to your master. Genau. Me and Troid will get his revenge. For me! Thank you for keeping me from the dark side, Captain. Erkennliche Fantasie ist doch schon was Schönes. Habe ich hier irgendwie Probleme mit dem Scrollen? Breakfast. Be right there. Ich will mir hier noch Sachen anschauen. Was anrufen mal, Walkie-Talkie? Ich will alles anschauen. This is Chris to the Flying Fortress. Come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Alles klar. Schauen wir uns noch ein paar Sachen zumindest an. Ja, die DVDs. Ich schätze mal, ich weiß, welche Art von DVD sie haben wird. This is a perfect day to watch Frozen. Last time Dad told me not to sing along so loud. Okay, das habe ich jetzt fast nicht erwartet. I mean now. Komm schon einen Moment, ja. I know, I'm coming! Haben wir uns nicht alles angeschaut, aber das macht nichts. Wir kommen sicher später noch dazu. Next time I tell you to come, don't ignore me. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Pour yourself some milk. Vielleicht gut, dass ich das nicht vorher gespielt habe. Der wirkt jetzt irgendwie nicht so nett wie von vor Sean und Daniel. Wobei, wir wissen ja auch, warum. Wie gesagt, keine Spoiler. Aber, ja. Das hat seinen Grund. Breakfast of Champions. Ja. Kann man sich mal gönnen. Und eher natürlich erstmal ein Bier. Sicher. What'd you expect, a waffle? Naja, ich mag die von Mama. Komm, wir wollen ja nicht. It's good. Oh, you can lie better than that. Dad, I'm not lying. It's just the eggs are good. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. I know this doesn't compare to your mother's breakfast. You know what? I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. And you could be my official food taster. Deal? Yeah. Okay. Es hört sich gar nicht schlecht an. Komm. Chris war sein Name. Ha, mein Vater, hat er den jetzt überhaupt gesagt? Ich glaube nicht. Ich habe mich, glaube ich, selber erinnert. Hoffe ich mal. Ich hoffe, ich hab's nicht überhört oder nur so unbewusst mitgehört. Plan für
Moment, wir spielen jetzt aber immer noch Chris, oder nicht sein Vater? Du trinkst, das anzusprechen. Wobei, vielleicht sollten wir es ansprechen, damit er was dagegen tut. Komm. You're drinking beer before you eat? Well, yeah, it's game day. Dads are allowed to drink early. Hey, I don't need a lecture from my son. Thanks. I don't drink that much. Ah, wir hätten es nicht ansprechen sollen. I mean, what am I supposed to do in this fucking town? Go to church like all these assholes? Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Ist okay, es tut irgendwie weh. Ich will wissen, was es ist, aber ich glaube, das kann ich bei beiden rausfinden, oder? Ah, komm, wir sind ein Superhero, also wir können auch ein bisschen tough sein, oder? Aber wir sind auch noch ein Kind. Gott, ich überinterpretiere schon wieder Entscheidungen so wie, es ist okay, es tut irgendwie weh. Und ich glaube, das wird das ganze Ende von dem ganzen Life is Strange 2 beeinflussen, ob Daniel am Ende stirbt oder nicht. Ah, es ist okay. No, it's fine. I worked it out. I just want to make sure you're okay, buddy. Danke. So you must be excited for Christmas. Na klar. I'm always excited for Christmas. Wobei ich jetzt fragen soll. I was hoping Santa might maybe get me a new console since mine is broken. Then Santa needs to get me a new job. It has to be a console. A basketball costs $10. Okay. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Gut, dass es nicht Telltale Games ist. Go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Ich hätte nämlich die Quicktime für hier Pinky Swear verkackt gerade, weil ich die Hand von der Tastatur irrtümlich genommen habe. Okay. Oh nein, das ist aber ein bisschen stärkerer Stuff als Bier. Und Chris merkt das natürlich. Ja. Das ist Bourbon. Na, Wodka ist nicht so färbig, aber es ist Bourbon oder irgend sowas in die Richtung. Mm. Okay, aber jetzt können wir uns in unserem Zimmer weiter umschauen, oder? Natürlich erstmal aufräumen, ist logisch. Die Fernsehgrafik im Hintergrund ist übrigens auch gerade sehr nice gewesen mit den vielen Fans da. Okay. What would Captain Spirit do? Drücke um meine Superaufgabenliste. Okay. Was? Oh, jetzt kann ich Captain Spirits Kostüm erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Okay. Ich kann mich dieses Mal nicht vom Wasserfresser besiegen lassen. Hä? Ich könnte Mustard Party 2 spielen, aber dafür müsste ich erst Papas Handy entsperren. Okay, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wobei, da werden sicher Infos drauf sein, die uns entweder verstören oder helfen.
Oder beides. Mein Superhelden-Team ist stark, doch ich behalte Mantroid und seine Superschurken besser im Auge. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich dann mit jedem der Guten und Bösen hier einmal kämpfen müssen. Ich wette, Mantroid versteckt sich noch auf seinem Planeten. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen und ihn finden. Das heißt, das können wir erst, wenn wir das gemacht haben. Ich kann meine Zielsicherheit mit diesen gefährlichen Bierdosen trainieren. Okay. Der Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören. Nur ich kann ihn aufhalten. Und Captain Spirits Schatz ist hier irgendwo vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karte zusammenfügen, um den Weg zu finden. Oh Gott, ich habe keinen blassen Schimmer, was ihr oder der Großteil davon bedeuten sollte. Also in echt, was ich dafür machen muss. Egal, was ist das? I could pick up all the beer cans so we could recycle. Ja, das hört sich doch gut an, aber wir können das nicht tun. Recycle. Ach so, Moment, wir können die Bierdosen recyceln. Oh, wir können sie ansehen oder wegwerfen. Ew, sticky beer cans. Ich dachte, wir müssen die Bierdosen hier verwenden für die Zielsicherheit. Oh, ich weiß nicht, ob ich das dann noch kann. Wir können mal das Superheldenkräfte. Ja, ich weiß schon, ich weiß. Einkaufsliste. Schauen wir uns die mal an. Dad's going shopping. Zucker, Moment. Zucker, Papier, Batterien, Kaffee, Bier, Milch, Barbecue-Chips und eines darf nicht fehlen, Eiscreme. Wobei... Let's see. What do we need? Wobei, es ist mitten im Winter. Mitten im Winter Eiscreme ist schon so... Ja, ist das sinnvoll? I've never seen a beaver around here. Beaver Creek. Ja. Ich habe auch noch keine Mushrooms hier gesehen in der Nähe. Das verstehen jetzt wahrscheinlich nur... Wobei? Das verstehen wahrscheinlich nur Leute, die hier das gesehen haben. Hier Episode 2. So, gibt's was zu essen oder brauchen? Können wir irgendwas nehmen? Müssen wir irgendwas zubereiten? Das schaut aus wie hier ein Kühlschrank. Wobei, nee, es schaut eher so aus wie ein Durchlauferhitzer. Nee, es ist ein Durchlauferhitzer. Vor allen Dingen Wasserfresser. Das muss der Durchlauferhitzer sein. Schneebeschwörer, das hier ist... Wir müssen irgendwas mit einem Schneemann draußen machen. Bierdosen, ja, also... Better drink that magic milk. Ja, trinken wir sie erstmal. Dieses verdammte amerikanische Aussprechen. Dieses Denglisch. I feel the power. Oh, da gibt's doch irgend so einen Song, der auch heißt irgendwie I feel the power. I got the power heißt das, egal. Essensreste wegwerfen. Oh, vomit. Okay, also die werden wir wegwerfen, weil die sind definitiv verschimmelt. Ich weiß nicht, ob ich mir das zu essen machen möchte. Wir hauen das jetzt erstmal weg und schauen jetzt das Geschirr und die... Oh, Supermüll! Wie kann ich auf Supermüll kommen? Muss ich dafür hier irgendwas... vielleicht muss ich dafür... Ach, dammit, ich kann wahrscheinlich nur Abfall machen. Ich kann nur Abfall machen. Ich hab alles versucht. WASD, Maus herumbewegen, scrollen. Spülen Geschirr hier. Halte E, um Kraftaktionen zu sehen, wenn dieses Symbol... Das habe ich natürlich gerade vergessen. Egal. Scheiß auf Supermüll. Normaler Müll ist okay. Aber super Geschirr. Definitely need a mega clean. Machen wir das. Megaspülung. Megaspülung. Ich hoffe, wir setzen jetzt nicht hier alles unter Wasser. Das wäre weniger geil. Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? Scheiße. Scheiße, das war weniger gut. Oh, hier können wir... Maybe I can cook something for Dad. Genau, hier könnten wir das... die hier aus dem Kühlschrank machen. Schauen wir uns erstmal... Achso, ja.
Das haben wir schon. Sticky beer cans. Konnte man nicht irgendwie... Achso, man kann diese kleinen Dinger nicht überspringen. Aber wir können sie wegwerfen. Beziehungsweise wir können damit vielleicht üben. Wobei, vielleicht können wir sie hier draufstellen. Werfen, pulverisieren. Wir machen... Wobei... Hier stand nichts von Abfall. Also hier, nicht Abfall, von Geschirr. Aber eventuell... Können wir Zielsicherheit mit den gefährlichen Bierdosen drin? Aber werfen ist Zielsicherheit. Also pulverisieren ist ja nicht. Ah, rausbringen. Ach, ich kann die dann draußen hier verwenden, oder was? Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh yeah. Cool story, Dad. Babas Pizzeria, okay. Reynolds. Ach, die Reynolds, genau, die Großeltern. Und Papas Handy, okay. Ergibt Sinn. Können wir davon jemand anrufen? Ah, das wird. Nee, wen wollen wir anrufen? Oh, vielleicht können wir Pizza bestellen. Papa anrufen, die Reynolds. Oh, ich will unbedingt die Reynolds anrufen. Komm. Komm, bitte. Komm, ich will mit denen reden. Komm, bitte, bitte. Nicht nur ihr, nicht. Hello? Ja. I'm Mrs. Reynolds. Nice. This is Chris. Chris Erickson. Well, of course I know who this is, Chris. What a nice surprise. Are you okay? Is everything all right? Yes. Well, everything's great. I just want to see if maybe Steven could help me add more stuff to the treehouse. Like when he helped Dad build it. I want to add some booby traps. That is so sweet. I'm so glad to see you playing outside like a real boy. Well, anyway, I'll be happy to let Steven know his services are required. He loves that treehouse. Me too. Gotta keep the bad guys away. What bad guys? Thanks, Mrs. Reynolds. Who do you mean? Wahrscheinlich wird es noch wichtig sein, dass irgendwie ein Einbrecher kommt. Das ist denn die Climax und wir müssen überlegen, wen rufen wir an. Unseren Vater, der eventuell sich gerade beim Spiel besäuft. Oder die Reynolds oder irgendwen anderen. Hm, also hier bei der Pizzeria. Die Reynolds... Hey, can you get that? Okay. Aber ich würde sagen, wer da gerade anruft... Ich meine, besseren Cliffhanger wird es wahrscheinlich nicht geben. Das sehen wir in der nächsten Folge. Und ja, ich weiß nicht genau, wie lang das ist. Vielleicht ist es so lang wie eine reguläre Life is Strange Episode. Aber dadurch, dass das kostenlos ist, schätze ich mal, dass es nicht wirklich länger als eineinhalb, vielleicht knapp an die 2 Stunden gehen wird. Also ja, vielleicht schon zum nächsten und letzten oder zumindest zum nächsten Part sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.